Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dear Esther. Wir sind hier irgendwie in einen Berg gekommen, seit einigen Folgen, der echt schräge Farben für uns bereithält. Ah, hier geht's mal unten lang. Wir tauchen mal hier durch. Können wir hier irgendwo... Ah. Wir haben auch keine Anzeige, wann wir ertrinken oder sowas. Nee, da kommen wir nur her. Wahrscheinlich würden wir es irgendwann. Sind wir jetzt ganz unten bei den Wasserfällen? Sollen wir springen? Autounfall, von dem er die ganze Zeit geredet hat. Ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist... Schnell wieder hoch. Also ich habe das Gefühl, dass das hoch ist. Ja. Das war gerade so unglaublich irritierend für mich, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen soll. Es handelt sich hier also anscheinend wirklich nicht darum, dass wir uns hier auf einer Insel befinden. Hüpf. Sondern eine Story, die zwar erzählt wird, aber mit einem komplett anderen Bild außenrum, sage ich jetzt mal. Mal sehen, was es jetzt für uns bereithält. Okay, wir sind immer noch in den... Ist das die Höhle? Nee, oder? Wir haben ja in einer der vorherigen Folgen eine Person gesehen, die bei einer Höhle, hier sind Kerzen, oben mit einer Lampe lang gegangen ist. Ich bleib mal rechts. Nee, das ist eine andere Höhle. Ich kann ja zoomen. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again.
Man kann zoomen, Leute. Und zwar so. Ist jetzt ja auch nicht der wahnsinnige Zoom. Aber der hätte vielleicht an der Stelle, wo die Lady oben lang gelaufen ist, uns ein bisschen mehr Einsicht bringen können. Da drin wären wir am Bootsteg lang gekommen. Vielleicht können wir das auch, wenn wir hier lang laufen. Ansonsten gehe ich natürlich zurück. Was haben wir denn hier? Sieht das wie ein Altar? Okay, das ist der Weg von der anderen Seite. Hier sind überall Kerzen und so aufgebaut. Also schon ein Pfad, dem wir folgen sollen. Da oben. Seht ihr das? Da steht eine Person. Oh, Bilder wieder. Vom kaputten Auto. Of fire and soil, I chose fire. It seemed the more contemporary of the options, the more sanitary. I could not bear the thought of the reassembly of such a ruin. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduced to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceiling. Bilder des Unfalls. Ob wir an die Person dort oben jemals wieder rankommen? Wir sehen ja auch nicht, wer es ist. Tabletten. Und das ist sowas wie ein Defibrillator, oder? Verbandszeug, Spritzen, alles, was man so im Krankenhaus und OP-Saal und sowas teilweise braucht. Wie bei einem Altar aufgebaut. Die Person steht auch noch dort oben rum. Finden wir bei jeder einzelnen Kerze neue Bilder und sowas? Dann bin ich nämlich versucht, den ganzen Weg lang zu laufen und jede einzelne Kerze zu betrachten. Oder zeigen die uns tatsächlich nur den Weg? Ich glaube, sie zeigen nur den Weg. Ich bin viel zu neugierig, was diese Person jetzt hat, um den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen. Ich befürchte nämlich fast, dass es dort dann nichts zu holen gibt und dass wir uns schon für den richtigen Weg entschieden haben. Steht immer noch da, glaube ich. Dahin geht's weiter. Hier ist wieder so ein Chemiesymbol. Und was haben wir hier? Ich erkenne es nicht ganz. Ist das Bild gesprungen? Also ist auf jeden Fall eine Frau. Ist die durchgestrichen gewesen? Kann man, wenn man zoomt, bei diesen Bildern was machen? Nein. Okay, also haben wir rein gameplay-technisch bis auf das Zoomen nichts verpasst. Sehr gut. Gab es denn eine Option für Steuerung? Also, nee, ne? Es gab doch keine Steuerung oder sowas. Tastatur, Maus. Maus umkehren. Mausbescheinigung, bla bla bla. Nein, das gibt's alles nicht. Controller. Was sagt, dass er aktiviert ist? Erweiterte Grafikeinstellungen. Nein.
Helligkeit, Krimskram, haben wir alles. Das ist doch alles okay. Und nee. Spiel fortsetzen. Ich dachte schon, ich hätte die Option übersehen, denn ich habe mir die Option vorher schon angeschaut und habe natürlich immer so ein bisschen geguckt, wie weit kann ich mit der Grafik gehen und wie anspruchsvoll ist das Spiel. Es gibt Spiele wie bei Among the Sleep, ein Spiel, was unglaublich Grafik. Das klingt immer, als hätten wir ein Walkie-Talkie oder sowas dabei, was teilweise anspricht. Oh, da oben. Gruselig, wenn der so leuchtet und so auf uns zeigt. Nee, ich wollte eigentlich sagen, wie Among the Sleep, was eigentlich von der Grafik her gar nicht irgendwie revolutionär oder sehr realistisch oder sonst irgendwie was war und trotzdem große Lecks gebracht hat. Und dieses Spiel, ich hatte noch keinen einzigen Leck bis jetzt. Also sehr gute Arbeit, was das schon mal angeht. Selbst auf hohen Einstellungen, wie ihr gesehen habt. Hall, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Dahin leuchtet noch mehr. Ich stoppe übrigens immer nur, falls ihr euch wundert, weil ich selber könnte es nicht lesen, wenn derjenige läuft, während ich den Untertitel versuche mir anzuschauen. Ich glaube, das hatte ich in den ersten paar Episoden schon mal gesagt, dass ich sowas nicht so gut vertrage. Oh, Light from here. Moment. Light from heaven shone around. Hier? Him, glaube ich. Light from heaven. Steht dort schon? Wir können jetzt da oben lang gehen, aber hier unten ist auch noch was, habe ich gesehen. So ein bisschen versteckt und versteckt klingt immer danach. Als sollte man das nur rausfinden, wenn man echt erkundet. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you. If I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Wir haben die Boote ja in der Grotte gesehen, die sich dort gesammelt hatten, an der einen Stelle. Komme ich hier hoch? Nee, noch nicht. Dort hinten ist wieder ein Haus. Ich würde hier gerne mal kurz hoch. Hier? Auf den Stein? Und hier hoch? Oder hier? Ich muss doch irgendwie auf den Weg hier oben kommen. Dann nochmal. Los, los, genau. Weil hier hinten habe ich gesehen, ist auch noch im Stein eine Kerze. Nicht, dass wir dort irgendeine schöne Situation oder sowas verpasst haben. Was heißt eine schöne? Ein Hinweis, meine ich damit. Denn das ganze Spiel scheint sich nicht unbedingt um eine schöne Situation zu drehen. Aber die Kerze steht nur so hier rum. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich einfach unglaublich langsam spiele. Oder woran es liegt, dass die anderen so wenig Folgen haben. Dort sind auch Boote.
Ist nur eine Kiste. Die Briefe. Da ist Licht drin an. Das schauen wir gleich. Ich will nur gucken, ob ich hier auch schon schwimmen konnte. Nach oben, nach oben, nach oben. Ja, ich konnte schon hier schwimmen, ich war mir bloß dessen nicht bewusst. Aber man stirbt doch unglaublich schnell. Können wir den Booten folgen, wenn wir schwimmen? Dann kommen wir wahrscheinlich dort wieder hin in der Grotte, wo wir, huch, hier rum, wo wir das letzte Mal waren. Hier gibt es so viele verschiedene Wege zu erkunden, ich wünschte, ich könnte mich teilen, um das alles anzugucken. Das Nest. Or a sunlight from heaven shone around him. And he fell to the ground. Oder fell, and he fell to the ground. Hier können wir nichts machen oder so, ne? Nee. Hier können wir ins Wasser. Ich würde das gerne mal probieren, ob wir dem Boot hinterher schwimmen können. Falls das nicht klappt, laufen wir dort den Weg nach oben. Wir bleiben oben. Aber hier ist auch schon das letzte Boot. Oh, nee, nicht untergehen. Nicht untergehen. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, wir schwimmen zurück. Wir sollen das anscheinend nicht tun. Oh, da oben ist auch noch etwas. Oh Gott. Ich schwöre euch, der ist einfach runtergegangen. Das ist wahrscheinlich nur bis zu einer gewissen Strecke gewollt. Hier hinten kommen wir offensichtlich nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns mal diese Treppe und erkunden, was es dort oben gibt. Aber liebe Leute, wenn ich nebenbei auch noch so auf die Uhr schaue, entdecke ich, dass die Folge eigentlich schon vorbei ist. Deshalb würde ich sagen, beenden wir sie an dieser Stelle und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.